Wenn jemand am Niederrhein einen grünen Daumen hat, dann sie. Mit 16 hat sie in Kleve-Reichswalde ihre Ausbildung zur Gärtnerin im Blumen- und Zierpflanzenbau begonnen. Danach hat sie in Strahlen das Fachabi zur staatlich geprüften Gartenbautechnikerin gemacht. Und mit 27 hat sie sich selbstständig gemacht und ist seitdem im Garten- und Landschaftsbau unterwegs. Viele von uns kennen sie aus dem WDR-Fernsehen, wo sie wirklich als Gartenexpertin jede Frage beantworten kann. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Melanie Unterberg. In deiner Jugend war Kleve dein Lebensmittelpunkt, mittlerweile ist es Düsseldorf, aber du bist damit ja dem Niederrhein immer treu geblieben. Warum? Ja, stimmt, natürlich. Ja, einerseits natürlich wegen meiner Herkunftsfamilie, also hier bin ich aufgewachsen, hier lebt meine Familie, und andererseits ist es einfach so schön hier, die Natur. Ich liebe die Kopfweiden, ich liebe die Baggerlöcher, ich liebe die Parks. Ja, es ist einfach, es ist immer einen Ausflug wert. Und ich finde, Kleve hat sich auch wirklich gemausert. Es gibt viele touristische Highlights. Also es lohnt sich einfach, hier zu leben und ja, immer wieder zu kommen. Warum ist denn genau Kleve für dich so typisch Niederrhein? Erstmal ist es natürlich die holländische Grenze und hier reden viele noch Plattdeutsch. Ich habe das nicht gelernt, dieses Plattdeutsch. Aber wir haben so einige Wörter, die sind so im Repertoire geblieben. Also meine Mutter hat zum Beispiel immer gesagt, Tummer. Ja. Tummer. Und das heißt so viel wie mach mal, ja, oder kannst du mal. Das ist dieses Tummer. Und dann gab es noch dieses Wort mit Ipkes. Das heißt mal eben. Ja. Ja? Ja. Und dann kommt sowas dabei raus, tu mal Ipkes Blumen gießen oder tu mal Ipkes Fenster aufmachen. Hör mal Kind, tu mal Ipkes. Ja. Und das ist für mich so dieser typische Standort hier, wo man Dinge tut, mal Ipkes. So, und das ist schon das Stichwort, was sollte man denn hier unbedingt mal tun? Ja, auf jeden Fall natürlich Tretboot fahren auf dem Spoikanal. Also das ist einfach wunderschön. Man kann nachher im Biergarten, im Königsgarten schön das Haus klingen lassen. Da startet man auch mit den Tretbooten. Man fährt den Spoikanal entlang. Man sieht die Schwanenburg, man sieht kleine Gärtchen. Man fährt mitten durch das Herz von Kleve mit dem Tretboot. Das kennt man ja sonst nur auf offenen Seen. Das ist natürlich toll. Ja, super. Und was ist dein ganz persönlicher Lieblingsplatz am Niederrhein? Zwei Plätze habe ich. Also einmal ist es auf jeden Fall in Millingen. Das gehört jetzt nicht mehr so zu Kleve, aber das ist ja hier direkt hinter der Grenze. In Millingen ist der Altrhein und da kann man schön am Deich sitzen und der kleinen Fähre zuschauen, wo die Fahrräder immer übersetzen. Mhm. Das ist ein wunderschöner Platz, um in die Weite zu schauen. Mhm. Und der andere Platz, der ist auf jeden Fall der sogenannte Breipott. Das ist in Kleve-Kellen, da bin ich aufgewachsen. Das ist ein kleiner Weiher. Und da fährt man einen Deich hoch, guckt auf den Weiher, sieht alle Vögel. Der Niederrhein ist ja bekannt für diese Vogelkundler-Migranten, sage ich mal, die hierher kommen und die Vögel bestimmen. Und dort hat meine Mutter zum Beispiel schwimmen gelernt. Und dort bin ich als Kind in diesen Weiher gegangen. Da stehen schöne Trauerweiden. Also die Natur ist es. Wunderbar. Dann sagen wir, danke, Melanie Unterberg. Die ganze Reportage mit Melanie Unterberg aus ihrer Geburtsstadt Kleve und von unserem schönen Picknick können Sie in der September-Ausgabe der Niederrhein-Edition analog und auch online digital nachlesen. Musik